So, 1,9k Torpor. Warte, der hat wie viel Essen? Der müsste gleich essen. Oder sind es 50 oder 60? Ich weiß nicht, wie viel Essenspunkte so ein Ding ist. Wenn es 50 sind, dann ist er durch. Geil. Okay, finale Werte vom Dings sind 22 Ausdauer, 18 Angriff und 21 Leben. Also es hält sich in Grenzen. Haben wir sogar. Habe ich Narkosemittel? Ja. Quatsch. Ich glaube, ich gehe vielleicht gleich nochmal auf Mining-Mission. Ja, ist eine gute Idee, wenn du da einfach mal ein bisschen Metall holst. Das wäre gut. Mach ich. Sagen wir mal, also was ganz Gutes ist, dass wir keine Piranhas haben hier. Doch, ich hab die aber alle gerade getötet. Worauf skillt man bei diesem Xenomacrops? Eigentlich auf Ausdauer, ne? Ausdauer und Gewicht oder so, ja. Weiß nicht, wie viel ein Hammelfleisch, Bewegungsgeschwindigkeit, ist das auch interessant? Keine Ahnung, eigentlich nicht, oder? Er läuft ja nicht. Ich weiß nicht, ob man schneller fliegt dann, aber. Ah, da fällt mir ein, ich habe dem Simarkorps ja auch 13 Level. Boah. So, mit wem habe ich am meisten Gewicht? Mit welchen der Mewings? Der 1000. Eigentlich irgendwie einen mit mega viel. Der 1200. Ich dachte, den ich einen? Hatte irgendwo einen mit 1500 oder so, dachte ich. Da einen sogar mit 2000. So, nein. Die lege ich dann am besten schon mal rein. Nee, 1200 scheint das Beste zu sein, was wir haben. Ah, 18. 1400 Gewicht hat er. Wird wohl reichen. Lege ich alles, was ich jetzt nicht unbedingt direkt brauche, in meinen Spind ab. So. Schwimmt der denn automatisch vorwärts, wenn ich die Leertaste drücke? Ist. Auch noch ein Muni. Shit, Kano. Ah, boah, Digga, warum habe ich hier so viel Muni, Digga? Ich habe 250 Gewehrmuni. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen aufräumen, die Leute. Ja, cool, dass du nicht nachlädst, du Wichsgesicht.
möchte ich behaupten. So, wenn du wiederkommst, kannst du den Rex setzen, dann kann er schon mal pflanzen. Wachsen, meine ich. Ja. Naja, der Spino, der auch halt seine Zeit jetzt, ne? Wo gab's nochmal das Metall? Direkt da gegenüber, aber bei diesem Wasserfall. War da diese Höhle, ne? Genau. Ist ja eigentlich fast schon reichen. Was die Flinte für Damage macht. Wir hatten uns jetzt mal die gute gegönnt, oder? Mhm. Entspannt 1000 Schaden, ne? So, okay. Er ist jetzt bei 39%. Hat aber auch schon circa ein Drittel. Wofür kann man Rohsalz? Weiß es gar nicht. Rohsalz, das. Ja, so eine Dingsgeschichte, so eine. Ah, ich habe jetzt 1000 gesammelt. Ich habe jetzt mal 1000 gesammelt, falls man es irgendwann mal bräuchte. Ja. Es wird ja bestimmt irgendwelche Sachen geben. Ah, es sind sogar noch Steine, die ich übersehen habe. Nice. Aber von 7,4. Die Hälfte sind 3,7. Also ich werde es ja sehen, wenn er Taming 50% hat und noch mehr als 3700 Torpor, dann brauche ich nichts mehr nachkippen, dann wird es wohl reichen. Ich habe ihm ja jetzt schon 10 Narkotik reingeballert. Das ist ein männlicher Spino, also wenn wir da nochmal über 100 weiblich finden, dann wäre es natürlich auch ein Traum. Dann können wir auch mal direkt gegenüberstellen, wer mehr Schaden zieht oder so. Oh. Ah, ich habe ein bisschen Metall gesammelt. Wie viel sind das jetzt ungefähr? Über 9000 habe ich gesammelt. Entspannt. So, jetzt müsst ihr langsam mal auf 50% springen, sonst würde es nicht reichen. Sonst gebe ich ihm jetzt nochmal 10, dann soll es aber passen. Ah, nee, passt. Ist bei 52%. Er hat jetzt noch 4
1100, das heißt ja noch 400 mehr als. Als so. Na gut, aber dadurch. Es wird wahrscheinlich trotzdem nicht reichen. Ja, ich muss den. Überwachen, sonst wird das nichts. Ich bleib so lange hier. Die Aufnahme geht jetzt noch. 10 Minuten. Ach, das ist nicht so ein Schaf, kriege ich hier nicht noch mehr. Nee, ah, ich bin dumm. Was. Soll ich sagen, was wir vergessen haben? Ah. Na, ich bin ja rausgeflogen, wir haben vergessen, die meine Ausnahme wieder anzumachen. Ach, du hast deine Aufnahme beendet. Ja, es hat meine Aufnahme beendet. Ah, perfekt. Denn wenn du aus dem Spiel fliegst. Ist mir gerade aufgefallen, wo du von der Aufnahme gesprochen hast. Aber tja, Freunde, dann müsst ihr mit meiner langweiligen Sicht jetzt hier leben. Perfekt. Naja, Hauptsache ich habe meine Aufnahme nicht vergessen. Ja, ein bisschen belastend, sage ich dir so. So, da kommt ein Drop. Aber der ist noch nicht da. Gut, Zeit noch 20%. Vom Rex? Ja. Okay. Wie sieht's aus mit denen? Wann können die sich hier wieder vermehren? Ach, der Managam, schau mal, wie weit der ist. Der müsste ja auch demnächst das Kind kriegen. Wie muss ich da schauen? Bei Maxine. Da müsste irgendeine Zeit noch stehen. Matthias, wo ist Maxim? Emilia, Sarah. Steht da links irgendwo. Vom Eingang direkt links. Ach, da oder wie? Ah ja. Können wir mal gucken. Da würde ich ja auch gerne dabei sein. Aber das wird demnächst sein, glaube ich. In den nächsten 40 Sekunden. Okay. Ich komme. Vielleicht im Spino noch mal kurz. Narkotik rein und los geht's! So. Bin da. Da. Jetzt, oder? Ja. Wo ist er denn? Hä? Ach, da. 155 nur. Und weiblich. Ah, war jetzt nicht so geil, oder? Dann müssen wir erstmal auf die Werte gucken. Ah, der Mann hat da relativ wenig auf Sauerstoff. Hat relativ viel auf Bewegungsgeschwindigkeit, das ist interessant. 160% Bewegungsgeschwindigkeit ist nicht schlecht, muss man sagen, ne? Gucken, ob noch einer hier ist. Ja. Obwohl, es haben alle. Obwohl, Maxim hat sogar 190% Bewegungsgeschwindigkeit, sehe ich. Ja, das wird alles noch mehr, ne? Im Laufe der Wachstumsphase. Wir müssen halt, wir können ja nicht Babys mit Erwachsenen vergleichen. Aber Sarah und Emilia haben zum Beispiel nur 160%. Ja. So. Okay, zack. Ah, perfekt. So, Fleisch. Zack. 1080 Ausdauer schon mal als Baby, naja. Schau mal, was hat denn der jetzt für Werte? Der hat 26 Ausdauer. 19 Leben, ist nicht ganz so viel. Gut, 5 Minuten Aufnahme noch. Dann gucke ich schnell nochmal nach dem Spino. Der ist jetzt zu 66% fertig. Der
Müsste auch gleich wieder essen. Dann ist er zu... Ja, dann muss er nur noch einmal danach. Ja, zweimal. Ja, ich werde auf jeden Fall dann auch mal die Zeit ein bisschen anpassen zwischen den Paarungsphasen. Weil es so auf Dauer das Let's Play nur in die Länge zieht. Der braucht jetzt hier zum Beispiel 2 Stunden, das wären ja 6 Folgen. Also wenn wir den Server so ein bisschen nebenbei mal laufen. Ja, lassen. Aber das will ich eigentlich nicht. Ich werde das anpassen. Wir werden auch die Modifikation ersetzen. Also dieses, diesen Dino-Finder, den wir da haben. Den werden wir ersetzen gegen den Creature-Finder. Ich glaube, der heißt so. Er ist jetzt bei 80%. Das heißt, er muss jetzt noch zweimal, oder? Ja, er muss jetzt noch zweimal essen. Hat noch... Ja, ein bisschen Torpor. 2,7k Torpor noch. Flieg einfach nochmal hin. So, jetzt ist gleich das Rex-Ei fertig. 13 Sekunden noch. Ja, ist ja nicht schlimm. Der kann ja erstmal drin bleiben. Also würde ich jetzt einfach setzen, damit er schon mal wächst, damit wir da immer weiter prägen ja, können. Dann prägt ihn erstmal selbst, ja. Genau. Ja, und auch die Wachstumsgeschwindigkeit werde ich vielleicht auch nochmal anpassen, weil irgendwie die Vivans da, die sind ja jetzt auch schon seit letzter Aufnahmesession dabei und sind nicht mal ansatzweise durch. Also das ist auch nichts. Das ist ja dann auch blöd, wenn wir mal 20 Folgen warten müssen, bis wir Dino nutzen können. Das werde ich auch nochmal anpassen. Die Paarungsgeschwindigkeit ist ja schon hoch, die passt auch soweit. Der Spino, dem gebe ich jetzt nochmal ein bisschen Torpor zu guter Letzt. Dann müsste es aber eigentlich langen. Und dann muss ich sagen, also bis auf die Totalpleite am Anfang, die wir mal ganz schnell vergessen werden, Freunde. Lief die Session eigentlich nicht schlecht. Hier ist auch der Level 170er Vivan. Ja genau, den hatte ich ja schon hingestellt zum Aufwachsen, ja. Aber der dauert auch noch ewig, also wie gesagt, ich stelle das hoch. Dass die vielleicht höchstens eine halbe Stunde brauchen zum Wachsen oder so. Dass wir da in 1-2 Folgen das durchhaben. Weil gerade, wenn man so eine Armee breeden will und ständig auf neue Mutationen wartet, dann ist man ja nur noch am Warten. Also das geht nicht. Wir haben halt null... Wir hatten auch jetzt... Stefanie hatte jetzt 0 Mutationen. Ja. Das, ja, da brauchst du auch. Also ich weiß nicht, wie die Wahrscheinlichkeit ist, aber das dauert auch ewig. Bis da mal was kommt. Und ich glaube, es gehen höchstens 10 Mutationen pro Geschlecht. Also 20. Naja, pro 20. Geschlecht, aber du kannst dann insgesamt 20 haben, ja. Und pro Mutation, also dann musst du natürlich auch darauf hoffen, dass die Mutation auf der richtigen Stelle kommt. Jede Mutation verändert einen Wert um 2. Das heißt, wenn du einen Wert von 35 bei den Leben hattest, dann hast du danach einen Wert von 37. Also es kann sich dann jeweils um 2 Werte ändert sich das pro Mutation. Und da wollen wir dann natürlich hin. So, ich baller jetzt noch die letzten 3 Betäubungsmittel rein und dann sollten 2k Torpor für das letzte Ding noch reichen. Dann haben wir ein Spino. Der vielleicht nicht nötig ist, aber wir haben ein Spino. Und dann gilt es natürlich darum, mit dem Creature Finder können wir dann ja nochmal gucken, ob wir einen weiblichen finden dann. Der vielleicht auch so 130, 140 ist und dann können wir da ja mal vergleichen. Und die, die stärker sind, die werden dann für den Kampf benutzt. Wird sich dann zeigen, ob der Spino nach wie vor noch stärker ist. Also ganz am Anfang vom Spiel war der Rex stärker, irgendwann war der Spino stärker, zumindest auf Level 1. Aber jetzt soll der Rex eigentlich wieder stärker sein. Ich weiß nicht, ob aber wir dann, wie das eigentlich auch ist mit den, sage ich mal, breeden ist, ob man dann einfach immer die Nachfahren breedet oder so weiter. Ja, klar.
Also sobald ein Nachfahre bessere Werte bekommen hat, dann... Da können wir jetzt eigentlich auch Stefanie töten, ne? Weil ja, die hat jetzt eigentlich nicht so geile Werte. Wer ist Stefanie? Das ist der Rex. Ne, den würde ich jetzt noch nicht killen. Jetzt erstmal ja, warten, bis der ausgewachsen ist, der andere, und dann die Werte mal vergleichen und dann gucken wir mal. So, 1,9k Torpor. Warte, der hat wie viel Essen? Der müsste gleich essen. Oder sind es 50 oder 60? Ich weiß nicht, wie viel Essenspunkte so ein Ding ist. Wenn es 50 sind, dann ist er durch. Geil. Okay, finale Werte vom Dings sind 22 Ausdauer, 18 Angriff und 21 Leben. Also es hält sich in Grenzen. Aber gut. Den Spino, den haben wir. Und dann würde ich auch sagen, Freunde, sind wir am Ende dieser Aufnahme angekommen. 5 Folgen. Wieder mal gemacht. Wann soll ich das alles schneiden, Alter? Ja, aber ich habe ja jetzt endlich mal die Aufnahmen vom Jan bekommen. Das heißt, dann können wir jetzt, wenn ich dann irgendwann mal Zeit haben sollte. In den nächsten Wochen sieht es auch noch nicht so gut aus, aber irgendwann habe ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit zum Schneiden und dann kann ich die Arc-Folgen auch in einem etwas häufigeren Takt raushauen. Bin nicht bewässert, Digga. Steht hier jetzt nicht bewässert? Oh. Schön. Genau, no, die Vyverns, die sind ja... Boah, Digga! Gesundheit. Der ist jetzt hier in der ganzen Zeit bei Dings-Prozent, ne? Funktioniert die Prägung? Die funktioniert zumindest. Alles klar. Ja. Es geht, der Rex ist hier. Achso, Stefanie meintest du, der ist Gen 1. Ja, der hat halt... Hat nicht gute Werte, ne? Die meisten Punkte sind im Gewicht, Essen und Sauerstoff. Ja, ist halt nicht so nice. Ja, wir vergleichen ihn mal, wenn er ausgewachsen ist. Genau. Gut, die Aufnahme sind wir durch, Freunde. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.